Wir im Alten Rathaus soll das wunderschöne Gebäude aus dem Dornröschenschlaf heben und somit wieder zu einer kulturellen Hochburg in Wiener Neudorf werden. Künstlerin Sigrid Jonak unterstützte diese Veranstaltungsreihe mit ihrer aktuellen Ausstellung unter dem Titel »Seltsame Erden und Oben«. Ziel, das alte Wiener Neudorfer Rathaus mit Hilfe regionaler Künstler zu neuem Leben zu erwecken, wurde kürzlich eine Ausstellung mit Werken der renommierten, seit 40 Jahren in Wiener Neudorf tätigen, freischaffenden Künstlerin Sigrid Jonak veranstaltet. Also ein Titel ist auf alle Fälle die seltsamen Erden. In diesem Raum befinden wir uns. Das sind die Erdoberflächen, die mich besonders begeistern. Weil man geht so auf der Straße und schaut eigentlich nie auf den Boden. Und wenn man sich dann diese bestimmten Charakteristika anschaut, fasziniert mich das. Und vor allem halt gehe ich gerne auf Sand und das dann so in den Händen rieseln lassen. Das ist halt ein schöner Moment. Und das zweite Element, was uns ja jeden Tag umgibt, ist der Blick in den Himmel. Wie wird das Wetter? Gibt es ein Gewitter oder ist es schön? Und da einfach in der Wiese zu liegen und drauf zu schauen und diesen ganz flüchtigen Moment einzufangen, weil ein Wolkenbild ist ja nur ganz kurz. Und dann verändert sich's wieder und das fasziniert mich einfach. Sigrid Jonak schafft Kunst jenseits aktueller Trends, indem sie konkrete und abstrakte Elemente in ihre Arbeiten integriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung perfektioniert sie stetig ihre Techniken und interpretiert Themen auf ihre ganz eigene Art. Sigrid Jonak befasst sich sehr viel, glaube ich, mit der Natur und mit dem Ausdruck der Natur. Wie bringe ich den aufs Bild oder wie bringe ich ihn auf die Leinwand? Und man sieht schon, der eine Teil der Ausstellung ist eben vom Himmel, man sieht verschiedene Wolkenformationen und das andere sind die Farben der Erde und wie schaut unser Boden aus. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit schon sehr wichtig. Warum eignet sich denn auch dieses alte Rathaus so gut für diese kulturellen Veranstaltungen? Es sind kleine Räume für die Ausstellung, wo man wirklich intim herumgehen kann und sich jedes Bild genau anschauen und auf sich wirken lassen kann. Und der Saal oben hat eine ganz, ganz tolle Akustik. Er ist wirklich ein kleiner Konzertsaal, wie man so schön sagt, wo nahezu jede Art von Musik präsentiert werden kann. Und das versuchen wir auch. Wir haben nicht nur Klassisches, sondern wir haben auch Jazzkonzerte da. Wir hatten schon eines mit ein bisschen Swing und Jazz und es kommt noch ein zweites. Man kann auch Lesungen machen, man wird überall verstanden. Es ist also akustisch sehr gut aufzubereiten. Momentan sind ja die Tage des offenen Ateliers und in meinem Atelier ist es einfach zu klein, um diese vielen Bilder zu präsentieren. Darum bin ich sehr froh, dass ich mich da einmieten kann. Und ich meine, das ist einfach, wenn man Bilder verkauft, verkauft man eigentlich Emotionen. Weil es gibt Leute, die sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Und dann gibt es Leute, wow, das spricht mich an, das will ich haben. In ihren bewusst vielfältigen Acrylgemälden beleben verschiedene Stile und Farbgebungen vertraute Orte auf neue Weise. Sie verleiht den Bildern eine einzigartige Leuchtkraft und Energie, die den Betrachtern neue Perspektiven eröffnen. Ich bin immer wieder begeistert. Ich kann selbst nicht malen und ich wäre froh, wenn ich eines dieser Bilder selbst zustande bringen könnte. Ich bin wirklich immer wieder fasziniert von Sigrid Jonak, wie sie ihre Bilder auf die Wand bringt. Wenn der Funke dann überspringt, dann freut es mich natürlich.